Ja, ich möchte mal wieder ein Lebenszeichen von mir geben. Ja, ich lebe noch. Und wie ihr sehen könnt, ich habe keine pinken Haare mehr. Das ging mir so fürchterlich auf die Nerven, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, alles war pink. Meine Haut, alle meine Klamotten, mein Nacken sowieso ständig vom Schwitzen, weil diese Tönung halt wasserlöslich ist und ja, Schwitzen, Regen, Schwimmen gehen, das war alles immer ein bisschen blöd, beziehungsweise gar nicht möglich. Und ja, das fand ich irgendwie extrem lästig, dass man halt ständig verfärbte Haut hat, ständig verfärbte Fingernägel, dass die Klamotten musste man sich neu kaufen, weil die Farben, die ich so im Schrank hatte, das hat einfach alles gar nicht mehr gepasst, dann das ständige Anstarren von den Leuten da draußen. Also das ist auf jeden Fall schon echt anstrengend gewesen und das Allerschlimmste fand ich, ist eben, dass man sich einmal die Haare wäscht und dann ist das Schönste weg. Und das heißt, einmal waschen, direkt tönen, das was eine Riesensauerei ist. Ich musste dann noch immer die Badewanne schrubben, weil die dann immer schön pink war. Und das ging mir einfach alles so komplett auf die Nerven. Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, sich in dieser Farbe die Haare zu färben, hätte ich es sofort gemacht. Aber so, das war eine einzige Tortur. So gerne ich das Pink auch hatte und ich fand es echt schön, aber ging gar nicht so auf Dauer. Jetzt hatte ich jetzt, glaube ich, 3-4 Wochen und das hat mir echt gereicht. Ja, wie lange mache ich das jetzt hier schon? Ich glaube, etwas über ein Jährchen und ja, ich habe in diesem einen Jahr, ich glaube, meine Haarfarbe unglaublich oft gewechselt. Also ihr kennt mich jetzt in allen Schattierungen. Ich habe angefangen mit Videos, da war ich hellblond. Von hellblond wurde es mahagoni-rotbraun. Von ja, diesem Rotbraun wurde es wieder hellbraun, dann dunkelbraun, dann, nee, gar nicht wahr, hellbraun, dann wurden sie rot, von rot auf dunkelbraun, von dunkelbraun zu pink und jetzt wieder zu, ich weiß nicht, dunkelblond, mittelblond, ich hab keine Ahnung. Jetzt in dem Licht ist es dunkel draußen, ich habe meine Lampe nur an und da wirken die Haare jetzt heller, dunkler meine ich, und im Tageslicht sehen die halt viel heller aus. Also ich glaube, hier könnt ihr das ganz gut sehen. Ja, also die sind so mittelblond irgendwie geworden. Recht natürlich, was ich auch so haben wollte. Das war so ganz spontan irgendwie. Ich habe gedacht, so, boah, ich ertrage das Pink nicht mehr. Ich habe echt voll einen am Rappel gekriegt. Das ging mir so auf die Nerven. Ich bin dann noch nicht mal in der Drogerie gegangen, sondern nach Lidl, weil da diese Haarfärbemittel, die ich benutze, immer billiger sind. Und zwar benutze ich immer von Garnier Nutris, ja, diese Farbe. Und habe mir dann einfach irgendein Blond genommen, nur damit das Pink rausgeht. Also damit ich diese Tönung aus den Haaren rauskriege. Ja, und dann dachte ich erst so, ach, ist ja gar nicht schlecht geworden. Aber auf Fotos und auch im Tageslicht hat man das richtig gesehen, dass die noch so ja, rosa geschimmert haben. Rosa-orange. Und das war echt fies. Und deswegen bin ich dann heute nochmal zum Friseur gegangen. Beim Friseur haben die mir dann eine Tönung verpasst. Eine Tönung aus Asch und Grün. Also ein aschgrüner Ton, den man jetzt so nicht trägt, aber der ist eben nur dafür da, um das Orange aus den Haaren zu neutralisieren. Und das hat echt wunderbar funktioniert. Wenn ich mir jetzt noch ein paar Mal die Haare wasche, ist das dieser rötliche Stich auch weg. Das ist echt Wahnsinn. Überhaupt der Friseur ist so genial gewesen, also der ganze Salon. Ich grüße hier an dieser Stelle ganz lieb die wunderbare Nadine, die die ganze Zeit meine Haare so wunderbar betreut hat. Also wenn ihr aus Gelsenkirchen, Ruhrgebiet kommt und ihr seid noch auf der Suche nach einem echt kompetenten Friseurteam, dann kann ich euch das echt nur empfehlen. Und zwar ist es auch super leicht zu finden. Es ist direkt am Hauptbahnhof Gelsenkirchen und zwar nennt sich der Friseur Supercut. Und ja, wunderbares, junges,
sehr, sehr stylisch und hübsches Team. Kann ich echt nur empfehlen. Und die Preise sind unglaublich. Also ich bin beim Friseur noch nie unter 100 Euro rausgegangen für Farbe, also für Farbe und Schneiden. Und ich habe heute, glaube ich, 50 Euro bezahlt. Also da kann man echt überhaupt gar nicht meckern. Ja, und das Ergebnis ist echt super. Ich bin super, sowas von super zufrieden. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man meine Haare überhaupt noch irgendwie retten kann nach dem ganzen Desaster. Gut, ich will nicht leugnen, dass meine Haare unter der ganzen Färberei echt gelitten haben. Und ich muss jetzt echt aufpassen. Kein Glätteisen mehr, kein gar nichts mehr. Also Pflege, 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 Pflege. Sonst habe ich bald nur noch abgebrochene Haare. Ja, geschnitten habe ich auch, mindestens so ein Stück. Jo, aber ist mir egal, wächst er wieder nach. Ist ja, sind ja nur Haare, ist ja kein Bein, was man sich da abschneidet. Ja, also, wenn ihr aus der Umgebung kommt und ihr braucht einen tollen Friseur und habt ihr noch keinen gefunden, einen Friseur eures Vertrauens, dann Supercut Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Ja, als nächstes, ja, zum eigentlichen Thema des Videos, ist ja hier so ein Blablabla Vlog Tech Kauftipp. So, also den Vlog haben wir jetzt ja schon, ging kurz um meine Haare, kommen wir jetzt zu dem Tag, und zwar meine 10 Lieblingsnabellacke, die ich euch hier auch einmal geswatcht habe. Also, fangen wir an mit meinem Lieblingsnagellacken. Als erstes haben wir den OPI, weiß das dieser hier, der ist so, wie nennt man das, holographisch. Also der hat so einen unglaublich schönen Schimmer, der in sämtlichen Regenbogenfarben leuchtet und dadurch so eine Dreidimensionalität, holographischen Effekt hat. Und zwar ist das der OPI Lack DS Original 003. Auf dem Nail Reel ist es dieser hier. Hat also so einen schönen lila Unterton und der Nagel wirkt dann irgendwie so holographisch. Das ist dieser hier. Der nächste ist von Florma. Florma, glaube ich, ja. Florma. Das ist eine ganz, ganz neue Marke, die es bei uns in Gelsenkirchen bei Douglas gibt. Die haben jetzt vor kurzem renoviert und neu aufgemacht und seitdem haben die auch diese Nagellacke, die ich vorher noch nie gesehen habe. Also Florma und die Nummer ist 392, das ist auch ein, ja, so ein Hololack, wie man sehen kann. Der hat auch diesen mehrfarbigen Schimmer, aber diese Glitzer-Schimmerpartikel sind da etwas gröber. Nicht so fein wie bei dem OPI. Aber dafür kostet der irgendwie auch, glaube ich, nur 2, 3 Euro. Und für den, den es nur limitiert gab, habe ich, glaube ich, bei eBay 15 Euro bezahlt. Ja, den kann man übrigens auch hervorragend als Überlapp verwenden. Das habe ich euch auch hier einmal demonstriert. Also so sieht der aus alleine in, ich glaube, 4 Schichten aufgetragen. Oh Mann, warum wird denn die Kamera nicht schauen? Also so sieht er dann aus alleine. Und hier auf diesem hier habe ich ihn als Überlack verwendet. Und zwar habe ich einfach einen pinken Nagellack genommen und dann eine Schicht von ihm darüber. Dann hat man auch diesen schönen ja, Effekt von holographischem Schimmer, Dixie. Und ja, kann aber natürlich dann immer die Farbe darunter variieren. Macht den Lack auch etwas heller. Und der pinke Lack, also mein absolutes Lieblingspink, ist der hier. Das ist der von Berry M. In der Farbe Bright Pink. Berry M Nagellacke bekommt ihr übrigens bei Cosmetic Cosmo und auch die Nail Wheels. Ja. Dann mein nächster Lieblingslack ist von Essence ein Überlack. Und zwar ein Glittertopper.
Victory nennt sich der. Der sieht so aus. Der hat also sehr, sehr, sehr viele Schimmer, grobe Schimmerpartikel drin. Also der Lack ist klar. Und da sind feine, lilane Schimmerpartikel drin, deswegen wirkt der lila. Und es sind gröbere, ja, mehrfarbige Partikel da enthalten. Und der ist auch unglaublich toll. Den verwende ich super gerne. Einmal auf dunklen, na, auf einem dunklen Grund sieht der wunderbar aus, so. Das ist auf einmal auf einem dunklen Lack und auf dem Pink. Also der glitzert und schimmert unglaublich toll. Ich benutze allerdings den nur auf meinen Fußnägeln, weil ja, da hält es einfach irgendwie super lange, also echt Wochen, wenn nicht sogar Monate. Also 2 Monate bestimmt, ohne dass da irgendwie das scheußlich aussieht. Und ja, ich finde halt, der Nachteil bei diesen Glitterlacken ist, dass man die super schwierig ablackieren kann. Und das geht mir dann halt immer so fürchterlich auf den Sack, dass ich die auf den Fingernägeln nicht tragen möchte, weil das halt immer so blöd ist, das abzulackieren. Hat man bei dem hier übrigens nicht. Der Schimmer ist so fein, dass man den wunderbar entfernen kann. Bei dem ist es wieder was anderes. Da sind die Partikel wieder so groß, dass, ja, dass man wieder ein gutes Wattepad braucht, um den zu entfernen. Diesen gibt es übrigens auch noch in anderen Farbnuancen. Ich hatte auch einen braun mitgenommen, allerdings habe ich den der lieben Schickarina geschenkt. Ja, dann kommen wir zu meinem nächsten Lieblingslack. Und zwar ist das dieser hier. Das ist so ein ganz, ganz schönes, dunkles Braun. Und zwar ist der von Essie. So sieht der aus. Den hat mir die wunderbare Empathy 25. Die liebe Nadine hat mir den mitgebracht. Zu unserem Treffen in Köln hat mir den geschenkt. Das ist die Farbe Mink Muffs und den habe ich jetzt ausgewählt, stellvertretend für alle Taub- und Brauntöne, die ich besitze, weil ich nämlich unglaublich gerne Taub- und Brauntöne trage. Und den habe ich jetzt einfach stellvertretend ausgewählt dafür. Ja. Dann der nächste ist dieses Türkis hier. Wie man sehen kann, hat der so ein ganz schönes Finish. Also der glänzt nicht, sondern der ist so matt, samtig. Und zwar ist das von Shiner Glaze aus der Poolside Collection die Farbe Towel Boy Toy. Der sieht so aus. Das ist so ein Türkis mit Schimmer. Dunkelblauen. Ganz, ganz leicht subtilem Schimmer. Und ich weiß nicht warum, aber der erinnert mich immer total an Rebecca Flöter. Und deswegen ist es auch einer meiner Lieblingslacke, weil ich immer an die Rebecca denken muss. Der nächste ist dieses wunderschöne helle Blau von Art Deco. Ist auch aus einer, ich glaube, noch aktuellen LE. Also gab es so mehrere pastellige Nuancen. Und das ist eben dieses Hellblau. Der sieht so aus. Moment. Da. Das ist das Hellblau. Der nächste ist wieder einer von Shiner Glaze. Die Farbe Secret. Oh Moment, das ist ja sowas von klein geschrieben. Secret Perry Wink L.E. Keine Ahnung, ich schreibe euch den Namen. Blende ich irgendwo nochmal ein. Also, Secret Periwink keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht der so aus. Das ist ein Blau-Grau mit so einem ganz leichten Lavendel-Unterton. Also, echt super, super schön. Habe ich euch auch geswatcht.
Nachteil bei dem Türkis ist, man braucht sehr viele Schichten, weil der nicht sehr deckend ist. Der ist wieder sehr gut deckend, da braucht man nicht so viele Schichten. Von dem OPI braucht man auch mehrere Schichten. Ach, glaube ich 4 oder so, bis der echt richtig deckend ist. Also das ist schon echt mühsam. Dann ein, von dem ich es echt nie gedacht hätte, dass das echt mein Lieblingsnagellack ist, aber ich habe ihn echt sehr oft getragen und ich hätte es, als ich ihn gekauft habe, niemals gedacht, dass ich ihn tatsächlich so tragen werde. Und zwar ist das von Essence, aus der Cute Estelle, der gelbe. Der Name, der nennt sich Naughty But Nice. Und jetzt habe ich gedacht, so gelbe Fingernägel, nein, nicht schön. Aber der ist wirklich, wirklich toll. Den trage ich echt gerne. Da kann man echt tolle Nail Designs mit machen. Und auch so, nur so getragen, ist der wunderbar sommerlich und oder frühlingshaft, je nachdem. Und den finde ich echt toll. Also war leider aus einer LE, aber ich bin mir sicher, dass es einen auch so ein milchiges Gelb sicherlich von OPI oder Shiner Glaze gibt. Gibt es mit Sicherheit. Von P2 glaube ich nicht, dass es einen gibt momentan. Ja, und der letzte absolute Lieblingslack von mir ist dieser hier. Der ist von Eiko. Mit. Und zwar der Eiko Tea Rose. Also so in der Flasche, erstmal denkt man sich so, ja, ist nichts Besonderes, aber der ist echt schön. So auf den Fingernägeln aufgetragen sieht der echt richtig toll aus. Auch wunderbar ist eine Mischung aus Tea Rose mit dem als Überlack. Ich werde euch unten in die Infobox auch mal einen Link zu meinem absoluten Lieblings-Ebay-Shop posten. Und zwar bekommt ihr dort super günstig Shiner Glaze und OPI und Essie-Nagellacke. Und glaube ich auch noch anderen Kram. Ist ein Shop aus den USA. Das heißt, der Versand dauert etwas. Aber bisher kam bei mir immer alles an. Gab nie Probleme mit irgendwas, mit dem Zoll oder dass die Lacke beschädigt waren oder sonst irgendwas. Es kam echt immer innerhalb von 2 Wochen an, war überhaupt gar kein Problem. Bezahlen kann man dann natürlich nur mit PayPal, aber mein Gott. Entweder man hat PayPal oder eben nicht. Ja, das waren also meine Lieblingsnagellacke. Dann zum Schluss möchte ich euch einen kleinen Kauftipp noch geben. Und zwar aus der aktuellen LE von Catrice. Wie heißt die? Caramel, glaube ich. Also, Smoky Eye Kit aus der aktuellen Catrice Caramel LE. Sieht so aus. Wunderschöne Verpackung. Hat hier so eine Samtapplikation. Echt toll. Kostet irgendwas zwischen 3,50 € und 4 Euro. Nein, es ist nicht teuer. Wenn man bedenkt, dass da unglaubliche 4 Lidschattenfarben drin sind. Und die sehen so aus. Ein wunderschönes, natürliches, was weiß ich, natürlicher Lidschatten in einer hellen Farbe. Mit Schimmer. Wo ist er? Da. Da. Also einfach nur so ein schöner Halbleiter. Silbriger Schimmer. Dann ein mattes Mittelbraun und ein dunkles Braun mit goldenen Schimmerpartikeln und ein mattes Schwarz. Ich habe damit ein Braut-Make-up schon geschminkt. Und beziehungsweise werde das Braut-Make-up demnächst, nächste Woche, damit schminken. Wir haben die eine Generalprobe davon schon gemacht und dann habe ich diese Farben benutzt. Wenn man damit gut umgeht, also
nicht zu viel aufträgt, dann hat man kein Smoky Eye, sondern echt wunderbar natürliche Farben. Ganz, ganz toll, kann ich echt nur empfehlen. Die Lidschatten sind super pigmentiert, ganz, ganz butterweich, lassen sich wunderbar verarbeiten. Genauso wie alle anderen Lidschatten aus der LE auch. Es gibt auch noch, ich glaube, einen Bronzer oder Highlighterpuder, verschiedene Nagellacke und Lipglosse. Ich habe noch zwei Lacke und ein Gloss mitgenommen, die ich aber noch testen muss. Da kann ich euch noch nichts zu sagen. Aber diese Lidschatten und alle anderen Lidschatten aus der LE sind echt super geil. Dürft ihr euch nicht entgehen lassen, wenn ihr diese Farben noch nicht besitzt. Natürlich habe ich diese Farben alle schon in allen Nuancen wahrscheinlich. Aber egal. Die sind schön. Die Verpackung ist schön. Ja, okay. Das war's. Ja. Das war's tatsächlich. Also, ich wünsche euch was.